aus Balingen. Die Liquimoli Handball-Bundesliga startet in die neue Saison und 7 Meter ist wieder mit dabei. Schön, dass ihr reinschaut. Und wir starten direkt mit einem Neuzugang in die Saison und zwar mit dem Aufsteiger HBW Balingen-Waldstätten. Ich bin hier aufgewachsen, ist mein Heimatverein. Allein das ist für mich besonders, dass hier meine Familie ist, meine Freunde und natürlich dann auch was Besonderes hier spielen zu dürfen in der ersten Mannschaft. Sehr viele Menschen, die extrem viel Herzblut hier reinstecken, sehr viel Emotionen reinpacken. Und das ist natürlich manchmal auch speziell, aber in vielen Momenten auch sehr, sehr schön. Ich bin schon immer hier. Ich kann hier mit meinen Freunden Handball spielen. Und wenn ich bei einem Spiel in die Zuschauer schaue, dann kenne ich fast jeden. Und das ist schon eine sehr besondere Situation. Ich denke, die gibt es nicht oft. Und deswegen ist es für mich sehr besonders. Ja, diese Einheit aus Mannschaft, Umfeld und Fans ist was Besonderes hier. Man spürt diesen Spirit und jeder, der hier herkommt oder auch mal hier gespielt hat, weiß das sehr zu schätzen. Es hat einfach, glaube ich, in dem Moment gepasst. War der richtige Zeitpunkt, nach Balingen zurückzugehen und ich habe bis jetzt die Entscheidung nicht bereut. War eigentlich sehr einfach für mich. Ich war eigentlich mein ganzes Leben hier, bis auf ein Jahr in Konstanz, wo es mir auch sehr gefallen hat. Aber es war eben schon immer mein Traum, hier zu spielen in der ersten Mannschaft. Und dementsprechend ist es mir sehr einfach gefallen. Und mit dem Aufstieg jetzt wird es natürlich noch mal schöner. Ich bin damals zum HBW zurückgekommen, weil ich davon überzeugt bin, dass in dem Verein und dem Umfeld hier noch sehr viel Potenzial steckt und wir gemeinsam noch was entwickeln können. Ich denke, es ist eine Mannschaft, die Bock hat, in der ersten Liga zu spielen. Und sie wird auch alles daran tun, dass es auch nächste Saison daran dabei bleibt. Aber sie werden geil sehen. Menschen, die Spaß haben, übers Feld zu rennen und zu kämpfen und in die Schlacht zu ziehen. Ich glaube, oben bei Lade, nach dem Spiel, nach dem VIP-Raum, wenn es dann noch ein Leberkästchen gibt oder ein bisschen Schwarzwurst. Mein Lieblingsplatz in der Sparkassenarena ist die Kabine. Ich rede gerne einfach mit den Mannschaftskollegen und bin einfach hier sehr gerne. Ist natürlich auf dem Spielfeld. Ist auf dem Spielfeld. Ja, das verkörpern wir, indem wir zusammenstehen, Spaß an unserem Spiel haben, zusammen kämpfen. Kämpferisch, Leidenschaft, Wille, aber auch Spaß. Wir kämpfen hier mit Leidenschaft und wir sind ein Team hier. Ich glaube nicht, wir wollen es verkörpern, sondern wir werden es verkörpern. Einfach die Freude an der Auseinandersetzung. Und ich habe immer wieder dieses Bild, dieses Gallierheftes im Kopf, wenn ein Herrscher Römer auf die Gallier zurennt und es kommen andere, die rennen dann mit dem Strahlen im Gesicht dagegen. Und diese Strahlen möchte ich sehen und ich glaube, ich werde es auch sehen. Neue Saison, neue Club-Challenge. Wir haben uns wieder eine ganz besondere Aufgabe für die Vereine ausgedacht und die hat hiermit zu tun. Die neue Club-Challenge, ihr wart die Ersten. Wie schwer war es? Es war ziemlich schwer. Schwerer als erwartet, muss man sagen. Es ist ja nicht so einfach, den Ball da überhaupt hinzukriegen. Jetzt habt ihr zwei getroffen. Es gibt keinen Vergleichswert, aber wie zufrieden seid ihr? Ja, ich hatte gerne noch was mehr getroffen. Aber ja, wie gesagt, wir waren die Ersten und ja, ich fand das schwerer als gedacht. Die Karten in der Liquimoli Handball-Bundesliga, sie wurden neu gemischt. Neue Vereine, neue Spieler, eine neue Chance für alle. Wer am Ende aber wirklich um die Meisterschaft mitspielen wird und für wen es im Kampf um den Klassenerhalt eng werden könnte, das haben wir einen Experten befragt, und zwar Pascal Hetz. Es
Das ist eine gute Frage. Ich finde, dass die Rhein-Neckar-Löwen mit Lagarde einen sehr guten Spieler geholt haben. Natürlich Uwe wieder zurück in die Bundesliga. Ganz klar eine Bereicherung, wenn der Kapitän der Nationalmannschaft wieder nach Hause gekehrt ist zu seinen Rhein-Neckar-Löwen. Deswegen sehe ich die Rhein-Neckar-Löwen, was die Verpflichtung angeht, schon mit Top-Transfers. Ich denke, dass der THW Kiel vielleicht mal wieder an der Reihe wäre dieses Jahr. Wir haben jetzt in der Vorbereitung, glaube ich, schon ganz gut funktioniert. Spielen identisch wie letztes Jahr, haben Torwartposition einen Wechsel, aber mit Niklas Landin und Dario Quenstedt trotzdem zwei starke Torhüter, keine Frage. Momentan Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg. Der Abstiegskampf wird, klar, für die beiden Aufsteiger wird es schwer, die Liga wieder zu halten. Das ist eigentlich jedes Jahr so. Ja, glaube, wie gesagt, Balingen, Nordhorn sowieso, glaube ich, die werden sehr viel kämpfen müssen. Dann muss, glaube ich, Stuttgart dieses Jahr aufpassen. Sie sind auch sehr abhängig davon, dass der Yogi gut durchkommt. Er war in den letzten Jahren immer der Rückhalt. Yogi bitte im Tor. Ohne die wären sie, glaube ich, schon ein paar Mal runtergegangen. Überragend, was er noch spielt oder hält. Und da sind sie, wie gesagt, sehr abhängig von. Und ich glaube, wie gesagt, Stuttgart, dann Ludwigshafen, haben die letzten zwei Jahre auch gekämpft. Letztes Jahr mit diesem Finish, das war ja unglaublich am letzten Spieltag. Auch abhängig von anderen Ergebnissen, aber sie haben es dann gepackt. Unter anderem mit einem Sieg bei den Rhein-Neckar-Löwen, also großer Respekt davor. Aber das sind, glaube ich, so die vier Mannschaften, die richtig aufpassen müssen. Es ist einfach so, dass du dich hier nicht ausruhen kannst. Egal wo du spielst, egal wann du spielst, wenn du Meister werden willst, musst du nach Balingen reisen und musst ganz genau wissen, was da auf dich zukommt. Und das ist das, was die Bundesliga ausmacht. Diese Bereitschaft brauchst du, um ganz nach oben zu kommen. Wenn du einmal nachlässt, ist die Meisterschaft futsch. Das gibt es in anderen Ligen eigentlich nicht. Da ist dann die Topmannschaft so weit enteilt, dass die auch mal locker verlieren könnten, was sie aber nicht tun, weil einfach die Mannschaften oder das Niveau halt nicht ganz so hoch ist. Und das ist eben das, was die Bundesliga ausmacht. Wir haben, glaube ich, die geilsten Arenen, keine Frage, die meisten Zuschauer, die beste Stimmung und eben genau das, dass jedes Spiel spannend sein kann und dass jede Mannschaft immer 100% geben muss. Das war sie, die erste Folge 7 Meter der neuen Saison hier aus Balingen. Ab jetzt kommt 7 Meter, wie gewohnt, jeden zweiten Mittwoch. Und wir freuen uns auf eine spannende Saison mit euch. Bis bald und macht's gut.